Yo, hier ist Basti von der Steckkasten-Crew. Ein neues Set kommt dazu. Ich mache jetzt ein Review. Ja, hallo, liebe Freunde. Herzlich willkommen im Vintage- und Retro-Lego-Kanal der Steckkasten-Crew, deinem Lieblingsort für altes Lego und neues Lego mit retrospektiven Motiven. Und heute habe ich euch altes Lego mitgebracht, Vintage Lego von 1971, Set 648, die Shell-Tankstelle. Aber ich habe euch nicht nur altes Lego mitgebracht, also Vintage Lego mitgebracht, sondern auch Vintage Matchbox. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr im Video. Dass man das cool kombinieren kann, werdet ihr im Video sehen. Gibt auch ein, zwei Geschichten, die ich zu erzählen habe. Nehmt euch was Leckeres zu trinken und was Leckeres zu snacken, denn liebe Freunde, es ist Review-Zeit. Yeah! Ja, ihr habt es im Thumbnail und im Titel schon gesehen. Es geht natürlich heute um diese schöne Tankstelle. Ja? Die ist von 1971. Wirklich sehr, sehr schön. In einem sehr kleinen Maßstab. Und ich dachte mir, die bringe ich mal mit, denn ich habe die selber aus einem Konvolut. Beziehungsweise ich habe ja nicht ganz alle Teile gehabt. Ich habe das dann aber so ein bisschen komplettiert. Wir gehen natürlich auch in dem Video kurz mal darauf ein, was jetzt hier die teuersten Teile sind, wie man das beschaffen kann. Ja, Bricklink natürlich oder eBay. Bricklink ist aber immer der bessere Weg. Oder das eigene Steinesortiment, was man noch zu Hause hat. Die Anleitung habe ich nachgekauft, die habe ich allerdings für wenige Euro bekommen. Manchmal hat man da Glück, manchmal werden die ein bisschen teurer angeboten. Und ich glaube, das Thema Preis sollten wir erstmal ansprechen, bevor wir natürlich auch hier in diesen Bereich kommen. Ja, also das ist natürlich auch ultra spannend. So 60er Jahre Matchbox. Ich konnte nicht hundertprozentig genau rauskriegen, ob einige Sets davon auch aus den 70er Jahren sind. Aber hier ist zum Beispiel auch diese Straßenmaschine, diese. Wie nennt man das? Straßenwalze. Das ist nämlich Set 1. Und das ist, soweit ich weiß, in den 60er Jahren rausgekommen. Wir gucken wir uns dann aber noch an, weil, wie gesagt, diese OVPs sind auch total lustig. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist nicht in jeder OVP was drin, aber in einigen. Und wie ich da dran gekommen bin, erfahrt ihr dann auch gleich. Erstmal schnell zum Preis. Also dieses Set wird in der Regel so um die 30 Euro, manchmal auch so 20, 30 Euro, manchmal auch 40 Euro angeboten, aber eben ohne Box. Spannenderweise ist die Box halt so selten, dass du kriegst sie nicht auf Knopfdruck. Manchmal wird die angeboten und ich habe tatsächlich Auktionen gesehen, wo das Set mit Box für weniger verkauft wurde, als dieses Set ohne Box als Sofortkauf drin steht. Also es ist ein bisschen paradox. Liegt halt daran, dass es mehr oder weniger ein Nischenprodukt ist. Viele von euch, die uns folgen, ja, interessieren sich natürlich auch sehr viel für 80er Jahre Lego, 90er Jahre Lego und natürlich auch für die ikonischen Sets, also für die größeren Sets. Das hier ist von 71, das ist ja auch vor der Minifigur, die kam ja 78 erst raus, ist vom Maßstab her auch kleiner, passt jetzt nicht so wirklich zu 80er Jahre Vintage Lego Cities. Von daher haben das viele vielleicht nicht so auf dem Schirm. Und die, die da gezielt danach suchen, haben dann manchmal auch Glück und finden so ein Set mit Box in der Auktion und bezahlen dann nur 10, 12 Euro. In der Regel ist es aber so, dass du so, auch wenn du bei Bricklink guckst, so 30 bis 40 Euro mit Box auch bezahlst. Du kannst natürlich auch mehr bezahlen. Ich habe jetzt auch gesehen, das Set wird manchmal auch neu angeboten mit Box, zum Beispiel bei eBay und kostet dann 300 Euro oder so, ne? Muss man auch mal ein bisschen gucken. Ja. Genau. Bevor wir auf das Set noch eingehen, kurz die Anleitung. Die Anleitung ist natürlich mini klein und die Anleitung ist natürlich flach wie eine Flunder. Und ich zeige euch die mal kurz. Meine hat hier auch schon so ein bisschen so einen Riss. Ihr seht das, ja. Ihr kennt mich. Ich versuche natürlich, ja, so lange wie möglich da nicht mit Tesa zu arbeiten. Aber hier wäre es wahrscheinlich bald mal an der Zeit. Die Tankstelle ist übrigens in 7 Bauschritten fertig. Fahr mal ganz kurz an euch vorbei und dann könnt ihr natürlich das auch gerne nachbauen, wenn ihr möchtet. Wenn ihr da Stopp drückt, so schön langsam, Bauschritt 4 und so weiter. Und in nur 7 Bauschritten ist diese schöne, seht ihr das? Ja, ist diese schöne Tankstelle fertig. Und es ist eine schöne kleine Tankstelle und es sind schöne kleine Details. Und hier unten ist zum Beispiel auch noch Werbung für ein weiteres Set, nämlich so ein kleines, ich würde sagen, es ist ein Postamt mit einer Telefonzelle.
Und daneben noch so ein Milchtransporter. Und auf der Rückseite von der Anleitung sind noch ganz viele weitere Sets. Es ist also im Prinzip zur Hälfte auch ein kleiner Katalog, wenn man so will. Und da sieht man schon, wie Lego damals unterwegs war. Und wie Lego damals unterwegs war, verrät uns natürlich auch nicht. Ich stelle das mal hier in der Collector's Guide. Ne? Collector's Guide, du weißt Bescheid, Link ist unten in der Beschreibung. Ja, großartiger Sammelkatalog für alle unter euch, die sich ein bisschen näher mit der Materie beschäftigen wollen. Und auf Seite 92, die ihn schon haben können, gerne aufschlagen, sieht man nämlich diese kleine Shell-Station. Und die besteht aus 55 Teilen und wurde von 1971 bis 1973 produziert, allerdings nicht weltweit ausgeliefert, sondern nur in Europa und Australien. Und hier sieht man halt auch eine ganze Menge anderer Autos noch. Das ist alles so diese Vor-Minifiguren-Zeit, wo die Autos halt noch keine Sitzplätze hatten. Das ist alles sehr, sehr bricky. Hier gibt es auch Sattelschlepper und so weiter. Hier oben gibt es auch Bauplatten zu kaufen. Lustig ist auch, dass hier wieder das ist ein Kiosk, was ich euch gerade gezeigt habe in der Bauanleitung. Das ist keine Poststation, das ist ein Kiosk mit Fernsprechzelle. Ja. Und ja, es gibt natürlich lustige kleine Autochen, wie zum Beispiel das Taxi. Ne? Und ihr seht, es ist ganz, ganz simpel gebaut. Also das ist halt wirklich, um relativ schnell eine Stadt zu bauen. Hier gibt es auch eine Dorfanlage. Lego Set 380. Da gucke ich mal, ob ich vielleicht sogar noch ein schöneres Bild finde. Das blende ich euch mal ein. Ja, also das ist simpelste Lego-Technik, Lego-Technik nicht, simpelste Lego-Designsprache, die man sich vorstellen kann. Ja, und jetzt kommen wir mal zu dem Set. Denn wir haben ja noch ein bisschen was vor, liebe Freunde. Wir wollen ja das auch noch kombinieren mit Matchbox. So. Und dieses Set ist schon sehr charmant. Ich finde das sehr, sehr schön. Es sitzt übrigens auf so einer kleinen Grundplatte. Hier vorne die Zapfsäulen sind auch schön gebaut. Es ist alles geprintet und sogar teilweise geprägt. Also oben dieser Shell Brick hier, der ist tatsächlich geprägt. Und ich sehe gerade auch diese kleineren, diese roten sind geprägt. Denn du erkennst das daran, wenn du, ich versuche das mal ganz nah euch zu zeigen. Das ist nicht nur aufgedruckt, du merkst auch, wenn du mit einem Finger drüber fährst, dass das ja hoch runter geht. Das heißt, das ist richtig geprägt. Wie ist das bei dem Schild? Das Schild ist nur gedruckt. Ja. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, wir gehen auch so ein bisschen auf die Teile ein. Denn warum kostet dieses Set jetzt 30 Euro bei einzeln bei eBay? Das liegt vor allem daran, dass dieses Shell-Schild im Normalfall ab 10 Euro kostet. Ja. Ich zeige es euch noch mal ganz kurz. Dieses Schild. Und dieses Schild ist ganz oft gebrochen, nämlich da oben, wo ihr die zwei Verbindungen seht, zu dem Schild an sich, zu der Stange. Beziehungsweise sind eigentlich drei Verbindungen. Und das ist ganz oft kaputt gegangen im Laufe der Zeit. Ich meine, wir sprechen hier von 71, das sind 50 Jahre. 50 Jahre, über 50 Jahre. Das ist ganz oft kaputt gegangen. Wenn das in der Wühlkiste landet, hat das auch wenig Chancen zu überleben. Und das ist ein bisschen teurer. So, alle anderen Teile findest du relativ günstig. Was heißt relativ günstig? Du kannst natürlich hier auch für einige dieser bedruckten Shell-Bricks kannst du auch mal 50 Cent einen Euro ausgeben. Also je nachdem. Da bietet sich es auch immer an, mal zu gucken, ob man in der Nähe eine Lego-Börse hat. Ja? Bei uns in Leipzig ist das ganz cool. Viele Grüße übrigens an die Leute von Elbrick, ja, die uns ja auch verfolgen. Die machen in regelmäßigen Abständen in Schkeuditz, im alten Bahndepot oder im alten Lokschuppen, machen die eine Lego-Börse, war vor kurzem auch erst eine. Und da sind natürlich auch Leute, die Einzelsteine da haben, also Händler, die Einzelsteine da haben. Das muss nicht immer unbedingt günstiger sein, aber manchmal ist es günstiger als Bricklink, weil bei Bricklink musst du ja erstmal auf den Mindestpreis kommen und musst noch Versandkosten bezahlen. Und mit den Leuten kann man auch sehr gut fachsimpeln und die haben dann vielleicht auch mal den einen oder anderen Stein da. Also wie gesagt, das Teuerste ist dieses Shell-Schild. Ansonsten kannst du das relativ gut rebricken. Ja, so. Und es ist halt putzig. Und ein Stück weit hat mich das erinnert an, also zuerst hat es mich erinnert an die Bahnanlage, die mein Vater früher hatte. Spur N, glaube ich. Hätte da auch ganz gut gepasst. Aber das hat mich dann noch an was anderes erinnert. Nämlich Matchbox.
Und diese Matchbox-Fahrzeuge sind auch von meinem Vater. Viele Grüße übrigens an der Stelle. Die hat er mir nämlich vor geraumer Zeit gegeben. Hat gesagt, hier, kannst du haben. Und ich finde das total erstaunlich, dass, und wir gehen jetzt mal so ein bisschen Stück für Stück durch, dass einige von diesen Boxen, hier sind auch schon ist ein bisschen was abgerissen, aber einige von den Boxen aus seiner Kindheit überlebt haben. Das sind vielleicht gar nicht alle. Aber es sind einige. So. Und besonders schön ist natürlich diese Straßenkehrmaschinen, die Straßenwalze. Und da steht ja eben auch Matchbox Series und dann 1. Total putzige kleine Schachteln. Hier steht auch irgendwo Made in England. Und ich hole jetzt einfach mal Diesel Road Roller, heißt der. Hole ich jetzt einfach mal raus. So. Und zeige euch den mal. Und da muss man schon, das ist ganz knuffig gemacht, und da muss man schon aufpassen, dass man nicht in so ein Hasenloch reinfällt. Denn natürlich, die Matchbox-Welt aus den 60er Jahren ist natürlich auch ein total tolles Sammelthema. Und es kann sogar sein, dass einige Matchbox-Fans hier in das Video reingeschaltet haben. Und die Connection bei mir im Kopf war halt die Verbindung, jetzt habe ich es schon wieder eingepackt, die Verbindung von diesem Set oder von ähnlichen Sets mit Matchbox. Das funktioniert total gut. Denn wie ihr seht, ich komme mal noch ein Stück näher. Wie ihr seht, ist das vom Größenverhältnis total cool. Ich finde auch ehrlich gesagt, dass das vom Farbschema sehr, sehr gut passt. So, ne? Also, das könnte man total gut miteinander verbinden. Und ich weiß ja, dass es gibt ja auch viele Lego-Bauer, die auch so eine Microscale-Landschaften und Städte bauen. Und das passt natürlich auch total gut. Und natürlich könntest du hier auch eine Modellbahn durchfahren lassen. Und das war vielleicht auch so ein bisschen der Ansatz von Lego zu der Zeit, so 50er, 60er Jahre, dass die gesagt haben, okay, wir bauen vielleicht so kleine Häuser, die man auch mit einer Modellbahn erweitern kann. Ja, so. Wir gucken jetzt hier übrigens noch ein bisschen weiter. Wir haben jetzt hier die 1, dann haben wir hier auch die 2. Die Box ist allerdings leider leer. Hier an der Seite steht Mural Hill Dumper. Mural Hill Dumper. So. Muss ich mal gucken. Vielleicht kann man das Fahrzeug auch noch irgendwie bekommen. Hier oben war wahrscheinlich mal ein Preisschild dran. Das ist die, wie gesagt, die Nummer 2. Dann haben wir hier, das sind dann schon höhere Nummern. Die nächste Nummer wäre die 47. Das ist so ein total cooler Eiswagen. So. Lions Made Ice Cream Mobile Shop. So. Andere Seite sieht genauso aus wie die Vorderseite. Und jetzt gucken wir da mal rein. Denn der ist tatsächlich auch drin. Das ist wirklich ganz cool. Guck mal, da steht sogar einer drin. Und verkauft da Eis. Passt von der Größe vielleicht sogar noch einen Ticken besser als die Walze. Hier, guck mal. Ich komme mal noch ein Stückchen näher. Der könnte da vorfahren und könnte da tanken. Ja? Passt farblich auch total schön. Und was mir hier auch aufgefallen ist, hier oben sind jetzt die Drucke ein kleines bisschen abgeplatzt, aber ansonsten sieht der sehr, sehr gut noch aus. Also ich meine, wir sprechen hier ja über ziemlich alte Matchbox. Was steht denn unten drauf? Ice Cream. Canteen. Made in England by Lasney. Nummer 47. Auch mit diesen kleinen Rollen, ja. Ist auch wirklich sehr, 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 sehr putzig. Den lassen wir auch mal hier stehen. Wen gucken wir uns denn noch an? Ach, hier, der Greyhound ist ganz gut. Übrigens, der Krankenwagen ist auch ultra spannend. Der ist aber leider nicht mehr drin. Ich muss mich mal ein bisschen damit beschäftigen und hoffe, dass ich nicht so sehr in das Hasenloch reingezogen werde, denn ich glaube, da kann man auch Sammelleidenschaft dafür entwickeln. Hier ist so ein Kranwagen. Den können wir auch noch mal rausholen. Passt natürlich vom Größenmaßstab auch ideal zu dieser Tankstelle. So, ja. So. Muss das hier mal so ein bisschen aufbauen, dass man das auch schön sieht und ein bisschen genießen kann. Hier ist noch ein Auto oder ein LKW mit so einem Haus hinten drauf, was man abnehmen kann, ist leider aber auch leer. Truck with Side Office. Spannend. Matchbox.
Made in England. Auf den Boxen steht leider nirgendwo eine Jahreszahl drauf. Aber wie gesagt, wenn ihr sachdienliche Hinweise habt, ich versuche das hier mal ein bisschen zu stacken. Wenn ihr sachdienliche Hinweise habt, sagt gern Bescheid. Beziehungsweise der eine oder die andere hat vielleicht auch einfach mal einen guten Link. Vielleicht gibt es da auch sowas wie Online-Kataloge. Hier ist der Greyhound. Der sieht schon ein bisschen mitgenommen aus. Der hat schon ein paar Kratzer. So, Greyhound. Was steht da? Greyhound Bus. Modell 66. Der wurde auf alle Fälle schon ein bisschen bespielt. Hier sieht man übrigens sehr, sehr gut an diesem Modell, dass Matchbox sich wahrscheinlich nicht auf einen festen Maßstab, sondern auf eine gewisse Größe limitieren musste, weil die Boxen wahrscheinlich alle ähnlich groß sein mussten. Denn ganz ehrlich, wenn man das jetzt mal sich anguckt im Vergleich der Eiswagen und der Bus, der müsste ja mindestens dreimal so lang sein für meine Begriffe. Das passt jetzt vom Maßstab nicht so hundertprozentig. Passt jetzt auch nicht so ideal hier in unsere kleine Tankstellenwelt. Aber ist trotzdem sehr spannend. Und dann habe ich noch einen, nämlich diesen Kipper. Und da ist an der Seite schon eine Lasche ab. Und der hat sogar so eine Spielfunktion. So. Denn guckt mal, hier unten ist so ein kleiner Schlitz. Und auf der Unterseite ist sozusagen auch wie so eine Art Trichter. Und wenn man hier hinten dran zieht, hier, dann öffnet sich dieser Schlitz. Und was immer man da reintut, kann nach unten rausrutschen. Das ist spannend. Das muss aber auf alle Fälle was sehr, sehr Kleines sein, was sehr Feines. Ja, vielleicht Sand oder so. Also Spielfeature. Matchbox Series Nummer 70. Crit Spreader. Made in England. Super fast. Ja, auf alle Fälle lustig. Passt jetzt auch wieder ganz gut. Ne? Hier sieht man übrigens nochmal, ja, LKW-Führerhaus und das Führerhaus vom Greyhound. Na, das ist natürlich, passt jetzt vom Maßstab her nicht so gut. Aber ihr seht, da entsteht so eine putzige kleine Spielwelt. Ich finde, am besten passt der Eiswagen hier von der Größe hin. So. Und es hat natürlich eine gewisse Faszination, weil natürlich jeder von uns, ich muss mal gucken, ich habe hier drüben noch ein Matchbox aus meiner Kindheit, jeder von uns verbindet natürlich mit Matchbox auch ein bisschen was. Hier, das ist einer, ihr seht auch, der ist stark bespielt. Das ist einer meiner Lieblings-Matchbox. Das ist ein Dodge Challenger, wenn ich mich nicht irre. Ja, aus meiner Kindheit, der ist überall mit hingekommen, der ist in der Hosentasche. Weit gereist zwischen Kindergarten und zu Hause, aber wurde auch viel gefahren. Ihr seht das auch so draußen, ne? Deswegen ein bisschen abgerubbelt. Der passt natürlich von Maßstab auch ganz gut. Ne? So, ich zeige euch das nochmal. Farblich passt der auch ganz gut. So, ne? Könnte man auch gut betanken dort. Ja, liebe Freunde. Ich brauche auf alle Fälle noch ein paar Informationen, was Matchbox angeht. Also wenn einige Leute zugucken, die sich auch mit Matchbox auskennen, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Und ich bin für jeden Tipp dankbar. Viele Grüße nochmal an meinen Paps. Vielen Dank nochmal für diese schönen Modelle. Und ja, ich finde auch, dass diese Shell-Tankstelle sehr, sehr schön ist, die ich ja durch Zufall in einem Konvolut gefunden habe und die es jetzt ins Review geschafft hat. Ja, liebe Freunde, ich freue mich, euch zu lesen. Ich hoffe, ihr hattet eine coole Zeit. Bleibt entspannt, bleibt auf Empfang und bis bald. Bye bye.